Imposter, ich hoffe, du hast Spaß. Nimm sie alle mit! Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir, ja, es ist soweit, Among Us. Ich habe lange gehadert, dieses Spiel aufzunehmen, aber leider muss ich da durch. Ihr müsst wissen, ich bin kein guter Lügner, dementsprechend werde ich ganz schnell nervös werden wahrscheinlich. Ich glaube, da ist der Pulsmesser ganz interessant. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen zu spät, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich würde sagen, los geht's. Also Harriet, wenn du willst, bis Simon kommt, kannst du auch noch alleine mitspielen. Mal seine kriminellen Gedanken wieder mal ein bisschen bündeln und gegenseitig sich umbringen. Na schön. Also dafür, dass das Simon nur 15 Minuten später kommen wollte. Ah, kommt er. Ah ja, hallo. Harriet, auslocken. Ich hasse es. Ich hasse es, Imposter zu sein. Bin ich stumm? Ja, ich bin stumm. Ich habe keine Ahnung. Start mal neu oder? Nochmal, zieh mal durch. Oh ja, start bitte neu. Ich ständig rum. Wir ziehen durch, oder? Ich schiebe es nicht. Ich hasse Imposter. Da muss man sich immer rausreden. Da mache ich lieber meine Task. Und hab meine Ruhe. Am besten, ich kill einfach niemanden. Okay. Ach, gleich zwei tot, oha. Nee, Simi ist rausgeflogen. Mhm. Also ich habe die Leiche im Reaktorraum gefunden. Bonzes stand direkt auf der Leiche drauf, ist in der Nähe vom Vent, aber ich glaube, Bonzes hat eine Task gemacht und hat die Leiche einfach nicht gesehen. Hast du sonst noch jemand gesehen? Kevin, ihr seid stumm. Gelaufen, aber ich hab's wir hören euch nicht, Lisa, Kevin. Kevin, ihr seid stumm. Also, wir wollten es bestätigen, was Dennis gesagt hatte. Wir haben versucht, die Aufgabe zu machen, haben es ja überhaupt nicht gecheckt. Also, aber wir haben gesehen, wie der Alex zum Lüftungsschacht gelaufen ist, als wir in die Schleuse rein. Stimmt, welcher Alex? Ihr müsst sagen, welcher Alex? Welcher? Alex T. Der Alex, der im Computerraum sitzt. Hä? Der mit dem roten Hintergrund. Im Spiel. Welchen Alex Vent bin ich? Ja, aber Alex T. habe ich auch entgegenkommen sehen aus der Schleuse. Also, ja, schon sehr weit weg, aber es könnte sein, eigentlich das erste Mal. Also, aber wenn er dir noch entgegengekommen ist, kann er zum Ventilator liegen. Also, ich kann mich. Wenn er reingelaufen ist, sah es für uns nur aus, wie dann zumindest. Also, ich bin zu meinen Task gegangen. Das letzte Mal war ich bei Admin, hab meinen Task gemacht. Also, wir sind in die Schleuse rein und du warst am Eingang der Schleuse links. Ja, weil ich gucken wollte, wer rausgegangen ist, weil ja irgendeiner rausgeflogen ist, als noch gefragt wurde, ob wir das Game canceln und nochmal neu starten. Wollte ich gucken, wer rausgegangen ist, damit ich weiß. War doch vor 5 Minuten, Digga. Das war eine 5 Minuten. Wo entgegen? Ihr müsst voten. Oh, Kamera ist raus, Nils. Wie bitte? Deine Kamera ist off. Ja, ich muss gerade, ich versuche was umzustellen. Ich glaube, die Auflösung war falsch. Ich war's, aber ich hab nicht gewendet. Und hab auch niemanden gekillt. Ich hasse es, Imposter zu sein. Ich hab jetzt aber wirklich nichts gemacht. Ich verstehe den Hype auch nicht irgendwie. Also ihr Lieben, ich wollte gerade die Elektrizität wiederherstellen und dann lag die tote Leiche von Alpha dort. War die wirklich tot, die Leiche? Wollte ich auch was fragen. Bist du sicher? Ich weiß auf jeden Fall, dass in der Cafeteria Bonzio unterwegs war, der Nils und ich glaube der Ben.
Mehr kann ich auf dem Weg jetzt nicht sagen. Ich habe nur die Leichen gefunden, als ich. Oh, die Leiche ist so, ich habe nicht aufgepasst. Direkt vor Elektrizität im Gang, wo man das wiederherstellen kann, die Leitung verbinden. Also in dem großen Gang, da ist ja diese kleine Panel, wo man Elektrik wiederherstellen kann. Das Elektrik machst du in Office, nicht in dem Gang. Ja, da ist doch dieser kleine Bedienpult. Also ich denke, das klingt sehr suspekt. Das klingt sehr, sehr suspekt. Ach, schmerz mich voll. Wir waren auch ich wäre oben in Office. Um dort unseren Task zu machen. Falls es da irgendwo war, wo du uns gesehen hast. Ja, ihr wart unten, ganz unten rechts in der Cafeteria. Das passt schon. Zusammen mit Nils und ich glaube mit Benny. Also ich kann. Ja, ich habe gerade Task gemacht, ganz unten. Also ich dachte auf jeden Fall, dass ich in dem Gang die Elektrizität, also diese Leitung machen muss. Da wurde mir auch der Pfeil hingezeigt, deswegen ist es komisch. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin richtig schlecht, mir ein Alibi auszudenken. Oder wenn ich mich rausreden muss. Ich brauchte richtig viel Zeit, um mir einen Plan auszuschmieden. Ich meine, man kennt es ja von früher, wenn man irgendwie was den Eltern verheimlichen möchte, wenn man irgendwas Dummes getan hat. Dann überlegt man sich ja auch irgendetwas. Aber dann habe ich Zeit. Dann habe ich genug Zeit. Und der Sepp ist einer von mir. Das habe ich natürlich nicht gewusst, obwohl das ja angezeigt wurde am Anfang. Das ist Reizüberflutung für mich. Mal gucken, wie sich da der Sepp anstellt. Keiner ist bei Tim, der gerade gestorben ist. Schön sein Knochen raus. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe da keinen Gefallen in diesem Spiel. Aber die meisten spielen es ja. Ich hoffe, dass irgendwann mal ein Spiel rauskommt, wo ich halt der Crack bin. Wo ich mich nicht rausreden muss. Ja, ich weiß, ich habe die Aufgabe als Imposter, als Geist. Das Spielprinzip habe ich ja schon verstanden. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist das gut, Herz. Ich kann da niemanden beschuldigen. Wenn ich weiß, es ist. Oh, Sepp geht ab. Ja, schön wenden. Nina könnte. Ey, Sepp ist in Killing Mode. Komm, Nina, wenn du da runtergehen willst. Ach, was sage ich? Ich bin ja eigentlich Imposter. Ich sollte ja eigentlich mich glücklich schätzen, dass Sepp so gut killt für uns, für unser Team. Komm, Sepp, nimm noch Nina mit. Komm, tu es! Yeah! Sepp, ich feier dich. Ich feier dich jetzt schon mega gut. Einfach alle killen. Oh, Tobi, alle. Geh nicht raus, sehr gut. Also ich wär eher Kommentator, glaube ich. Oh, jetzt wird's knapp. Oh, jetzt wird Ben. Warte. Ben könnte noch. Zack und hin. So, also, ich habe die Leiche reportet, weil ich gerade aus dem Kondemnationsgang rauskam. Und von welcher Seite bist du gekommen? Ich bin aus dem Reaktor gekommen, beziehungsweise aus dem Labor, habe da noch einen Task gehabt. Und da ist mir gerade das Seppi entgegengesprungen. Ja, und ich bin gerade auch in Richtung Kontamination und da habe ich gerade gesehen, wie der Benny, ich glaube, Nina abgemurkst hat. Und jetzt macht er einen Self-Report. Okay, na gut, es ist halt 1:1 Situation jetzt. Also ich weiß, dass ich nicht war und dass ich es reportet habe. Einfach, weil ich gesehen habe, dass du direkt daneben standest. Von dem her, Das war 1:1. Ey, mir scheint so blöder Moment. Müssen wir dann tippen? Also, Sir Lancelot, du bist jetzt natürlich der Entscheider. Also, okay. Ich war es nicht. Vielleicht kann ja mal jeder seine Position genau. Wir waren beide Dekom. Wie heißt es? Dekom. Decontamination. Ihr wart im Gang beide. Er ist von Reaktor gekommen und ich bin von Loungepad oder Lockerroom gekommen, genau. Also du von also unten und er von oben. Genau. Und der war auf der Seite der Leiche, auf der Seite von der Tür.
Also ich muss noch die Tür öffnen und dann habe ich direkt die Leiche entdeckt. Ich war noch nicht an der Tür dran, das ist eine Lüge. Ich bin gerade dahin gelaufen. Du kamst raus, hast sie abgeburgst und reportet. Nein. Nein. Du bist jedenfalls hin. Du warst, Seppi, ganz ehrlich. Wenn wir ich kann die Tür da zu schnell öffnen. Ihr müsst voten jetzt. Das ist so, wenn der Imposter jetzt noch jemanden tötet, hat die Crew verloren. Es darf nicht 1-1 stehen. Also ihr müsst jetzt zwischen mir und Seppi entscheiden. Also wenn der Seppi jetzt jemanden tötet, dann hat man Gas. Ich hab ausgezählt. Ihr Schweine! Sehr gut. Oh Mann, und ich wollte aus dem scheiß Vent nicht rausspringen und da hab mein Kill-Cooldown vergessen. Ich hab jetzt so schön abgemurkst. Aber wie der Sepp im Killing-Mode war, ey, und einfach alle getötet hat. Mega gut. Und Nina hätte von vornherein schon jemanden, aber die blieb da an ihrem Fleck und ach, mega. Ah, sorry. Es war mein Kill-Cooldown, sonst wärst du schon tot gewesen, Benni. Schon wieder. Sepp und ich. Warum, Imposter Gott? Warum willst du, dass ich das mache? Ich kann das nicht. Ich kann nicht lügen. Das soll Sepp machen. Sepp ist da gut darin. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich meine Aufgaben machen. Bipapu. Sieht man wahrscheinlich nicht, das ist schon mal gut. Das glaube ich deaktiviert. Man kann das zum Beispiel einstellen, dass man sieht, ob man interagiert. Ich warte jetzt einfach, ob... Oh, dann sollte ich jetzt so tun, als würde ich zu Oxygen gehen. Ich hätte jetzt zum Beispiel den gelben... Wo ist denn Oxygen überhaupt? Im Greenhouse, oder? Scheiße. So, ich bin mit einer ganzen Meute jetzt rausgelaufen aus dem Reaktor, aus dem Konventionsgang, um die Oxidation da hier zu entschärfen. Und der Nils ist auch hochgerannt, der ist leider tot, den habe ich jetzt entdeckt. Ich habe leider niemand gesehen. Ist der Nils mit dir mitgelaufen? Er war vor mir, weil ich bin an der Kante hängen geblieben. Also wir waren gerade bei dem Oxidationsgedöns da und haben... Unten oder oben? Oben. Ich glaube, da, okay, wo diese ganzen grünen Sachen sind. Und auf dem Weg da hoch ist uns einer entgegengelaufen. Und wer war das? Alex P. ist runtergerannt. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, mir wurde das als Fehler angezeigt und dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt runter und guck mal, wer jetzt da mitgeht. Ja, bei den kann ich verdächtigen. Und da habe ich gemerkt, ja, hey, das ist... Alex, du lügst halt so dermaßen schlecht. Warum, wenn ich doch denke, das ist da unten? Ja, Alex. Ich kenne die Map halt noch nicht. Ja klar, du mit deinem wassergekühlten Hightech-Rechner, du bist kein Zocker, natürlich nicht. Nee, Amorgas spiele ich wirklich nicht. Komm Alex, sabotier noch mal für uns. Imposter, ich hoffe du hast Spaß. Nimm sie alle mit! Also es gibt nur noch drei, die nicht gewotet haben, könnt ihr voten? Weißt du, das traurig ist, dass der so oft Imposter ist und es immer direkt vergleicht. Ja, aber das Problem ist halt wirklich, ich hasse es, Imposter zu sein. Ich kann da nicht logisch denken. Ja, ich möchte einmal nicht Imposter sein. Vor allem... Während der Aufnahme möchte ich nicht Imposter sein. Ja, das ist echt eine Qual für mich, das zu spielen. Wie hoch, überlegt euch mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von 10 Leuten, dass ich zweimal hintereinander Imposter werde? Natürlich könnt ihr das hochrechnen. So, wir waren alle beim Licht fixen. Ja, und einer hat gemordet. Ich bin kurz weggelaufen. Und hab dann aber nur gesehen gehabt, wie die Leiche umfällt. Und ich glaube, Bonzius war direkt dran und hat es probiert. Nein, wir haben das Licht angemacht. Das kann nicht sein. Wir haben das Licht eingeschaltet. Nee, ich glaube, ihr wart es. Wie gesagt, bei der Runde vorher war ich mit Tobi zusammen.
und da habe ich einen Dunklen gesehen. Ich dachte, es wäre Alvo, der war es aber nicht. Also muss es Sepp vorhin schon gewesen sein und jetzt war es halt wieder. Also für mich ist die Sache klar, es ist der Sepp. Ach komm. Also da wir es nicht waren und Sepp uns sehr selbstbewusst beschuldigt. Oh nein. Da Ben, wir sind eine richtig gute Kombo, ey. Ihr kotzt mich so an, ey. Wieder alles abgeschlachtet. Fuck you! Alex! Sehr schade. Aber weißt du, was witzig ist? Ich habe jedes Mal meinen Imposter-Kollegen verkauft. Ja, das ist doch recht. Ah, ja. Ich hoffe, die haben das jetzt nicht gesehen. In meinem Gesichtsausdruck, dass ich es nicht bin, dass ich any Crewmate bin. Und diesmal, Leute, diesmal versuchen wir zu überleben. Ich meine, ich habe jetzt auch schon mehrmals versucht, Abstand zu halten zu den Leuten. Das wurde mir schlecht angekreidet. Oh mein Gott, wenn ich halt suspicious bin, dann halte ich halt Abstand. Nicht, wenn ich suspicious bin. Oh, jetzt kommen wieder die Sprachfehler. Ich meine, wenn ich etwas suspicious finde, dann halte ich Abstand. Ich bin Y wieder zurückgelaufen. Sepp, was? Was? Ich bin gerade Y wieder zurückgelaufen. Da ist Alvo über die Leiche drüber und hat nicht reportet. Weil du da gestanden bist, weil sie gerade abgeschlachtet hast und weil ich deswegen noch... Und dann hat er schon Angst und bist weggerannt. Sebi. Nee, ich hab auch ganz schnell reportet, ne? Don't trust in Sebi. Okay, ich stand vorm Kontaminationsgang mit noch zwei. Wer waren das? Warst du das, Tim? Also ich hab's Licht gefixt und bin wieder runter und da hab ich die Leiche entdeckt und Alvo ist drüber marschiert. Du hast nichts gemacht. Erzähl doch nichts. Er war gerade vor dem Gang, vor dem Dekom. Also, dass ich es nicht gewesen bin, kann der Tim bezeugen. Ach komm. Tim, ich bin hier gerade an dir vorbeigerannt. Echt? Nee, du bist nicht an den vorbeigerannt, du bist an mir vorbeigerannt. Also, für mich ist klar, dass es Sebi war, weil Sebi, das ist einfach die Haptik, Mimik, alle. Ich bin gerade in den Y-Gang und links hochgerannt und da hat es Sepp und vorbeilaufen gerade die Nina abgeschlachtet. Ihr habt keine Ahnung. Abhauen, sofort. Also, ciao, Sebi. Warum kommst du da auch genau in dem Moment hin? Jetzt war schon was? Hat er schon wieder? Jetzt müsste Alex rauswohnen. Kann man so viel Glück haben, so viel Poster sein. Ich bin nicht wirklich amused. Dann bleibe ich lieber in meiner VR-Welt. Und regt mich über andere Sachen auf, muss aber nicht lügen. Und vor allem mich nicht rechtfertigen, warum ich etwas tue, wenn ich etwas verpeile. Bin mir aber sicher. Ich meine, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, also von den Mitspielern her, dass ich jetzt wahrscheinlich viel Schmarrn rede. Aber wenn ihr sich vielleicht diese Aufnahmen dann, ja, ich spreche euch an, ihr Leugner, ihr Skeptiker unter den Spielern derzeitig, wenn ihr euch das anschaut, dann werdet ihr sehen, ich bin verpeilt. Ich bin fucking verpeilt und schieb das Spiel noch nicht so zu 100%. Also ich hatte auch damals bei einer anderen Runde mit anderen Leuten. Also, ich habe eine gelbe Leiche, in dem Fall die Bonzios, habe ich direkt vor dem Luft... Wir sind tot! habe ich direkt durch diesen Luftkanal, oder wie nennt sich das Wort? Dekontaminierungsscheiben. Genau. Da habe ich die getroffen davor, beziehungsweise gesehen. Entgegen oder nach oben kamen Nils und... Ich bin genau. Und ich bin runtergelaufen. Wir haben Reaktor. Also wir zwei entdecken uns. Wir haben noch keine Leiche gesehen, ich habe nichts gesehen. Da ist genau, ich habe auch nichts gesehen. Genau, ich glaube auch nicht, dass es zeitlich hingehauen hätte, weil ich bin gerade durch den Luftgang raus und dann habe ich die Leiche gesehen. Habt ihr mal den Killen? Tim hätte ihn killen können direkt eigentlich, aber ich glaube nicht, dass es Tim war. Ja, ich habe Tim auch nicht gesehen, also keine Ahnung.
Kann sein, muss aber nicht. Also das ist, keine Ahnung. Weiß nur, Nils und ich geben uns gegenseitig Deckung. Wir waren es nicht. Ja. Und Tim ist so, wahrscheinlich auch nicht. Okay, gibt's andere Verdächtige? Hat jemand anderen jemand gesehen? Also ich vermute, dass einer der Alex ist, aber ich skipp mal. Natürlich immer. Mal. Grundsätzlich denke Alex wäre es. Was? Also der Alex war, also der Tanjak war ich nicht. Ich mach meine Tasse. Ich gehe, ich keine Ahnung, kann ja nicht sagen, wenn ich niemanden sehe. Du wärst jetzt aus der Haupt gefahren und du warst auf jeden Fall nicht. Bist gut, weil ich war es wirklich nicht. Bei einer anderen Runde, da habe ich dieses Minigame-Spiel nicht gepeilt. Das ist dieses Oh. Halt Abstand von mir. Oh! Oh! Sorry, dass ich so laut schreie. Geh weg! Wahrscheinlich. Ich sterb wahrscheinlich jetzt. Ist mir egal. Ich hab meine Task gemacht. Jetzt mach ich brav das Licht an. Also Alex, der Alvo, der ist mir wirklich mega suspekt. Fuck, muss ich alle anmachen, oder? Ja, der fängt schon wieder an. So banale Sachen, die schiebe ich einfach manchmal nicht. Benny? Ja, ich will jetzt nicht in die Camps sneaken, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Aber wahrscheinlich verdächtigt er mich wieder. Ist mir scheißegal. Ich kenne halt die fucking Map nicht. Die konnte man. Ich bin im Ding im Kondominationsgang und da habe ich den Alvo entdeckt. Hab niemand gesehen. Aber da wir jetzt ja alle gerade oben im Office waren zum Lightfixen. Ich gehe mal davon aus, dass der schon eine halbe Stunde tot ist. Blöd gesagt. Mir kam dann gerade Alex daraus entgegen. Also nein, ich war oben, hab das Licht gefixt. Der Alex ist mir ständig in den Nacken gelaufen und ich dachte so, scheiße, das kotzt mich jetzt an, gleich sterbe ich, aber trotzdem tue ich jetzt das Licht fixen, dass wenn jemand kommt, sieht, ja. Okay. Ich kann nichts dafür, dass der Alvo tot ist, weil ich hätte ihn jetzt als nichts beschuldigt. Also der Alex, der ist auch neben mir 10 Sekunden lang gelaufen, wir waren komplett alleine, der hätte mich die ganze Zeit umbringen können. Also Alex muss jetzt mal in Schutz nehmen. Wie bitte? Wieso sind wir gerade entgegengekommen, da aus dem Gang raus? Es gibt nur einen roten mit Teufelshorn. Also ich weiß nicht, dass Sepp neben, Benny neben mir war und die ganze Zeit mitgelaufen ist. Aber nicht am Ende. Am Ende nicht mehr. Ja, also, und da kam mir der Alex entgegen, als du geportet hast in dem... Aber wie soll denn das funktionieren, wenn der Alvo schon tot ist und ich oben Licht fixe und der Benny bezeugen kann, dass ich von oben runterlaufe? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber wenn der Benny oben ist und ich dich unten sehe und dazwischen drin die Leiche war, dann warst du es ja wahrscheinlich. Nö, du warst nicht, wie gesagt. Gesehen? Also ich sage es Alex. Ich war der Erste, der oben ist und Light gefixt hat, also come on. Derjenige, der das gesagt irgendwie hat, der ist wahrscheinlich selber der Imposter. Da der Tim so viel labert, glaube ich, er das erst war. Nils war das gerade, der gefragt hat, wer hat mich gesehen, oder? Nee, Nils war es nicht, der hat vorher mit mir gefixt und der ist mich auch nur umbringen. Ich war der Erste, der oben war. Hyperventiliert gerade, weil ich ihn bin. Aber es ist Tim. Also, Timbo. Nee, das war Alex, glaubt ihr. Oh Mann! Das ist so ein Stress. Man versucht sich sogar, wenn man weiß, man ist selber nicht Imposter. Man tut nur seine Aufgaben, man macht seine Tasks. Man will alles recht machen und dann muss man sich noch fucking verteidigen. Was? Egal, nichts dafür. Ich werde wahrscheinlich jetzt eh gleich beschuldigt. Shit.
So, Licht wieder angemacht. Und der you. Jemand sagt, ich hätte das Licht nicht angemacht. Ich trau dem Nils nicht. So, also ich will jetzt mal stark... Ja, es ist Tobi alle, wenn tot ist. Die waren zusammen alle. Als letztes. Wo sind die? Die waren irgendwo im Generator. Du bist ja zum Lichtfixen gerannt, das habe ich richtig gesehen. Richtig. Ich war deswegen wieder mal der Einzige diesmal, der das gemacht hat. Ich habe auch nochmal im Gang gesehen. Ja. Ich habe echt überlegt, ob ich dir hinterherfolge, aber dann dachte ich, egal. Ja, und Tobi Ahle und Ben waren vorher halt zusammen im hinteren Decon-Bereich dort. Deswegen, also die waren ja zu zweit. Wir waren einzeln. Und von den zwei war eine übrig. Contamination deswegen. Waren wir zu viert, das weiß ich. Und ich dachte, ja, genau, die sind zu dritt, wenn ich rausgehe. Frei. Wenn da der Imposter dabei ist, dann wird sich das nicht trauen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo man das Licht fixen muss. Ich glaube, dass es Tobi Ahle war. Weil die. Der war. Also Tobi Ahle und Ben waren zusammen und jetzt lebt nur noch einer von denen. I got nothing to say in my defense. Okay. Och Mann, jetzt muss ich ja auswählen hier. How can you translate that? I don't know. Aber Nils, ich trau dir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich finde dich eigentlich recht sympathisch für das, dass ich dich nicht kenne, aber ich trau dir nicht. Scheiße, jetzt liegt's an mir. Ja. Na, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Aber wir haben es doch gerade zugegeben. I said it was me! Really? I didn't hear that! Das macht so. Alle hat einfach gesagt, ich habe da nichts vorzubringen. Ich war in meinem eigenen Gedankenkonstrukt, weil ich ja gesagt habe, ich hätte Nils hinterherlaufen können, aber dann dachte ich, ich mache mich dann selber irgendwie vielleicht schuldig. Oh, das ist so ein Stress für mich, ey. Ich kann auf jeden Fall gut schlafen heute. Und ich muss so dringend pinkeln jetzt. Stress für gar nichts, finde ich. Among Us ist einfach nicht mein Spiel. Die Tatsache, Leute anzulügen, ist einfach nicht die schönste Eigenschaft, die ich gerne haben möchte. Und dieser Nervenkitzel, ich meine, an sich ist es schon ganz cool. Aber das ist wie, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Danach geht man nicht mehr als beste Freunde aus dem Spiel. Gut, es ist natürlich Ansichtssache. Ich halt erstmal Abstand davon und bleib bei VR. Obwohl ich mir das gut vorstellen kann, Among Us in VR, das könnte wiederum interessant sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. In diesem Sinne, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.